Hallo Welt, da sind wir wieder und wir dürfen unsere Sightseeing-Tour. Unsere Tour dürfen wir weiterführen. If you'll replace the landscaping around your offices as per hours. Throw in a clause about hosting our weekly bridge tournaments, and you've got yourself a deal. You drive a hard bargain, my good man. Mizzle's Purple Berry Crunch. They've got to pay me for something, my dear fellow. Now with 12% more crunch. Okay. Hier geht es weiter. Von links, von dort sind wir gekommen, meine ich. Und hier wollten wir weiter gucken. Genau. Noch eine Gärtner-Einheit? Ja. Wenn man die ansprechen würde und die dann auf einmal so einen angreifen würden oder so. Das wäre auch krass. Aber dann könnte man schon auf die Idee kommen, drauf zu schießen. Na, aber wir haben keine Waffe ausgerüstet, also wird das so schnell nicht passieren. Wir räumen mal hier ein bisschen ab. Ja, wir dürfen das, wir sind der Kellner. Da steht auch noch eine Flasche. Oh, nee, die gehört dir. Ach, hier sind wir, im Billingsley. Aber die dürfen wir sicherlich abräumen. You don't much like me, huh, Dr. Ellie? It's nothing personal. I'm just not the touchy-feely type. It's just... you seem fine with the others. Did I do something to make you unhappy with me? You gotta stop taking things so personal. You're setting yourself up for a letdown. Na? Ich habe gerade so überlegt, weil man hier ja nicht vorbeilaufen kann. Aber wir kennen ja den Weg, dass wir können ja die Treppen darunter laufen und dann darüber und dann darauf und dann sind wir auch da. Aber das wollen wir jetzt erstmal nicht machen. Erstmal gibt es ja noch so viel zu sehen und so viele Leute zu sprechen hier in der Stadt auf Terra 2. And what would you have me do exactly? Oh, there. That's one right there. Can't you just see the stench of impropriety radiating off of her? For the last time. Ich? Access to Byzantium is impossible without a proper nav key. Now, if you'll excuse me, I need to be somewhere else. Hast du irgendein Problem mit uns? Guten Tag. How splendid. Another Rungleech wandering through the streets of Byzantium. Why, just this morning I thought to myself, as lovely as the gardens are, what they really need is more greasy vagrants frolicking through them. And here you are, frolicking. Flanieren? Oh, eine ganz schön unhöfliche Art, jemanden zu begrüßen. Flanieren? Leute, flaniere ich etwa? Ich würde mein aktuelles Auftreten ja wohl kaum als schmierig bezeichnen. Geschicklichkeit? Zum ersten Mal, dass wir hier den Geschicklichkeitswert bräuchten. Aber dafür anmutig, wie ein junger Rhabdidon. Was für ein Zufall, und ich dachte gerade, ich möchte dieser Frau da gerne eins ins Gesicht boxen. Ja, schon. Eine Flanieren? Flaniere ich etwa? I don't reckon so. Maybe she's talking about me? I mean, I'm definitely the greasy one. Well, whatever you call it, do it elsewhere. And take your merry band with you. Honestly, what is the board thinking, letting so many of your ilk into the city proper? It's madness. Und was ist das Problem, wenn mehr Leute nach Byzantium kommen? Also wenn der Vorstand keine Leute in die Stadt lassen soll, was machst du dann hier? Ja, da hast du sicher recht.
wenn du mich jetzt entschuldigen würdest. Ich glaube, du hast mich mit jemandem verwechselt, den das interessiert. Leb wohl. Ja, was für ein Problem ist denn das, wenn die Leute nach Byzantium kommen? What's wrong? It erodes the very pillars of our society. Merit, decorum, personal hygiene. This city is meant for us, the system's finest. We earned its luxuries. But now we are overrun with the unworthy and the ungrateful, and this early retirement nonsense is making it even worse. Das ist ja eine furchtbare Einstellung. Du solltest nicht so auf andere herabblicken. Was bedeutet vorzeitiger Ruhestand? Oh, ganz meine Meinung. Niemand sollte irgendetwas bekommen. Und was bedeutet vorzeitiger Ruhestand? The worst thing to happen to Halcyon. A contest that gives even the lowliest to most inefficient workers a chance to live in Byzantium. By simply winning a lottery, those early retirees get an exclusive district of Byzantium to themselves. No one else is even allowed to go there. Tell me, how is that fair? Ich habe noch nie davon gehört. Hast du vielleicht da gewonnen? So wie du dich verhältst, gehörst du ja auch nicht hierhin. So ein Zufallsprinzip scheint mir ja wirklich fair zu sein. Intelligenz werden wir einsetzen. Nun, also, die meisten Wettbewerbe haben einen inhärenten Selektionsbias. Also technisch betrachtet. Ah, du hast recht, das ist nicht fair. Das Leben ist nicht fair. Wir sind Intelligenz. Nun, also, die meisten Wettbewerbe haben einen inhärenten Selektionsbias, also technisch betrachtet. Oh, by the law. I mean the principle of it, not the mechanics. It's not right. I deserve to see any district I please. Why, if it weren't guarded, I'd... You know, you look like you've been shot at before. What say I hire you to investigate this travesty, and you get paid to do so? She's got a point. We're probably gonna get shot at anyway. Might as well make a few bits. Yes. Listen to your... What is that person's job exactly? Are they your secretary? Personal masseuse? Or do you just keep them around as a mobile armrest? Well, it doesn't matter. What's important is that you think this is a fabulous arrangement, and you'd be thrilled to lend me your services. Aren't you? Ich werde darüber nachdenken. Na klar, ich schaue mich mal um. Na, warum würde ich einer derart selbstsüchtigen Person je helfen wollen? Na klar, ich schaue mich mal um. Fantastic. Consider yourself employed, Vagrant. I hear the chosen retirees all enter the retirement district via the port landing pad, but it's completely locked down. You'd never get in that way. Unless, of course, you had a wealthy, beautiful benefactor of impeccable social pedigree. Which you do. How fortunate for you. These codes will get you past the lockdown. Oh, and don't worry about subtlety. I don't care how you deal with security, just correct this injustice at all costs. Wie bist denn du an diese Zugangscodes gelangt? The same way anyone gets anything here, of course. I made friends with the right people. Bits might earn you a place in Byzantium, but that means everyone here has little need for more of them. For favors like this, you need to spend... let's call it social capital. Now, do we have any further business, or are you just here for the repartee? Ja gut, ich sollte gehen. Oder sollen wir das mal fragen? Das ist ja schon ein bisschen frech, aber wir haben den Auftrag hier schon. Also wenn der Vorstand keine Leute in die Stadt lassen soll, was machst du dann hier? I earned my place here, just like everyone else. My grandfather was the CIO at Tile, you see. Reingeboren, aha. Was ist denn ein CIO? Moment, aber was hast du getan, um deinen Platz hier zu verdienen? Was ist ein CIO? Chief Idea Officer. He came up with all the best ideas for their products. You know the font they use for Stogie Slims? That was him. Well, he described the idea of it to their font development team, then picked it from a list of choices, but that's basically the same thing.
It was a very long list. Oh, welche anderen Ideen hat er gehabt? Moment. Aber was hast du getan, um deinen Platz hier zu verdienen? Ich verstehe, danke. Hat er noch irgendwelche anderen Ideen gehabt? Let's see. He picked the colors they included in Rainbow Chips. No one else wanted purple, but he insisted. Everyone loves the purple ones. And you know how the Cosmic Smokes logo has an eye in the middle of a heptagon? He said that one came to him in a dream. He was a true visionary, so far ahead of his time. Ja, tatsächlich. Faszinierend. Hätte ich nie dran gedacht, dass jemand auf solche Ideen kommen kann. Wo es doch schon so viele Farben, Chips-Farben gibt, oder? Lila wollte keine haben, einfach. Und das mit dem Logo. Faszinierend. Moment mal, aber was hast du getan, um deinen Platz hier zu verdienen? I just told you. My grandfather made millions of bits as CIO, and I earned them from him. Bits zu erben ist nicht dasselbe, als sie zu verdienen. Of course it is. Wealth is the most visible, objective measure of success. And success isn't given to you, it's earned. My grandfather taught me that. If you have wealth, you're successful. And if you're successful, you must have earned it. Honestly, it's a simple concept. Ja, ich verstehe, danke. Was anderes können wir ja nicht sagen jetzt. You're welcome. Ich sollte mal gehen. Ist das nicht grauenvoll? Was sagt ihr denn dazu? Was meinst du? Naja, wir lassen sie einfach mal sitzen. Soll sie doch da sitzen bleiben und verschimmeln. Wir machen weiter mit unserer Sightseeing-Tour. Es gibt hier vielleicht noch das ein oder andere zu entdecken. Hey, freilaufende Teapot-Möter. Die machen doch nur auf den Rasen. Da ist schon was. Eine Hinterlass. Ach, ihr dürft hier laufen. Did you hear? Marjorie Dalton and Archibald Harris are redecorating. With real crystal faux windows. Laws. Don't they know those went out of style 3 weeks ago? So did their marriage, apparently. I'd wager my inverted bathtub she backs out of the contract first. Oh mein Gott. So langsam glaube ich, das hier ist das Reichenviertel oder sowas. Oh, Zigaretten? Nein, Büchsen-Saltuna. Salzlake. In Salzlake sind sie. I'm thinking about having my pipes plated with real platinum. Winifred and Dora had their... Oh mein Gott. 800, waren wir hier schon drin? Das ist aber nicht auf der linken Seite. Ja, stimmt. Deswegen gehen wir auch erstmal hier oben weiter. Ach, hier geht's gar nicht weiter. Okay. Gut, gut. Der Mülleimer ist entleert. Unser Job ist getan. The Acropolis District is off limits. Move along. Überzeugen 40. Oh, macht es dir was aus, wenn ich hier eine Pause mache? Diese ganzen Bits mit sich herumzuschleppen schlaucht ungemein. Ich suche keinen Ärger. Ich will nur da rein. Leb wohl. Wir versuchen zu überzeugen. Das heißt, wir sollen versuchen, sie zu bestechen, oder? You could have asked me, you know. What in the law's name are you on about? Bestechung. Oh mein Gott. Diese 1968 Bits, wieder so eine krumme Zahl, wiegen mir unheimlich schwer in den Taschen. Ihr Alte, du sie doch mal. Oh Mann, wie peinlich. Ich wollte dich nicht bestechen, aber... Dann habe ich gemerkt, dass ich gar nicht genug bei mir habe. Wir wollen da aber doch jetzt gar nicht rein. Naja, diese 1968 Bits, bitteschön. Sure. Let me just take that off your hands. Did I say restricted area? Slip of the tongue. What I meant was, welcome to the Acropolis District. Ja, dann auf Wiedersehen. Ach, guck an. Eintritt bezahlen. Oh ja, okay. Geht ja auch. Dann können wir immer wieder hier rein. Na gut. Dankeschön. Wir dürfen rein. Wir haben Tickets. Da geht's in die Kanalisation. Da will ich nicht hin. Das ist alles, was es hier gibt? Was sollte das denn sein? Ich dachte, hier gibt's ein Kirmes oder so.
Irgendwelche Attraktionen, irgendetwas. Wartungstunnel tatsächlich, hier ist der Fluchtweg. Das ist das hier doch. Halcyon. Da wollen wir wahrscheinlich rein dann. Ja gut, dann geht unsere Entdeckungsreise weiter. Ja, wir gehen links weiter und dann geht es hier auf dieser linken Seite dann weiter nachher. Aber erstmal, das einzige Gebäude, das wir hier besichtigen dürfen, ist das HHC-Gebäude. Ich glaube, unsere Begleiter, die kennen das alle schon. Aber wir waren Captain, ja. I stand out here like a big greasy thumb. Echt jetzt? Where are we headed? Von mir aus kannst du hier warten, aber guck dich doch um. Man muss doch immer offen für Neues sein, aber ich finde das hier jetzt auch nicht gerade so. Do we really need all the security? I have to go through 3 checkpoints just to take a bathroom break. Can't be too careful. Dissidents like Phineas Wells will stop at nothing to ruin this colony. But couldn't they concentrate the security outside the building so we can get some work done? Why are you so bothered by having a few guards around? I think I'm gonna have to speak to your supervisor about these dissident leanings of yours. Wait, that's not what I meant. Hey, muss man sich hier anmelden, Beatrice? Welcome to the official headquarters of the Halcyon Holdings Corporation Board. Today's greeting is brought to you by Anticleo, a subsidiary of Colway Pharmaceuticals. Wow, super. Today's greeting is brought to you by Anticleo, a subsidiary of Colway Pharmaceuticals. Und nu? Hier kann man ja gar nichts machen bei euch. Auch hier gibt es keine Geschäfte, keine Fahrgeschäfte, kein Jahrmarkt, kein Rummel. Keine Sachen, die man angucken kann. Kugeln kenne ich doch schon. Wache, Bachmeier. Hey, wusstest du, dass du einen Namen hast, Wache, Bachmeier? Ach, sag bloß, das ist doch nicht der, den wir kennen, oder? Please step away. This entry is for high priority HHC business only. Was ist da hinten? If you're not clear to know, then I'm definitely not clear to tell you. Und dann gehe ich jetzt. Das ist eine Bank? Ist das eine Bank? Hey, warum haben wir so viel Eintritt bezahlt hier? Ich kenne schon Bäume. Na, jetzt habe ich mich verlaufen. Wir sind wieder am Anfang. Oh nein. Your business. Please step away. This entry is for high priority HHC business only. Aber da drin muss irgendwas Cooles sein. Lass mich durch. Hey, wir haben unsere Parvati dabei. So what if all those MSI suits made it on Monarch this whole time? I could do it. Easy. Parvati, ich glaube, wir hauen hier wieder ab. Ellie, dich nehmen wir auch mit. Komm. Das war ja wohl nichts. Naja, gut, jetzt haben wir es wenigstens einmal bezahlt. Beim nächsten Mal wären wir vielleicht kostenfrei reingekommen. Ja. Das haben wir jetzt davon. Da lassen die sich da vorne einfach bestechen. Okay, ich habe gesagt, wir gehen links. Das heißt, wir gehen jetzt hier entlang. Das können wir ja öffnen, oder?
Ministerium für Akkuratheit und Moral. Wir haben doch jemanden kennengelernt, der da arbeitet. Nice and easy. Nee, lieber nicht. Da vielleicht. Wenn uns der Gärtner nicht verscheucht, verstecken wir uns im Gebüsch. Ach, Büroangestellter. Der hat nicht mal was dabei, um da reinzukommen. Leute kennen sein Gesicht wahrscheinlich. Kommt er so da rein? Hey, du. Wer war das? Du? Nein. Du warst das hier ganz vorne. Du. Hey, ich will mein Geld zurück. Da drin ist ja gar nichts los. You can pass. Go on through. Oh mein Gott. Dann gehen wir eben hier gucken. Dr. Chartrand? Warum kennen wir den? Dr. Chartrand. Ich habe immer gesagt Chartrand. Ellie, wie ist dein Nachname nochmal? Ach, die ist das. Ja, wir können ja mal gucken, ob die jetzt bei Phineas schon wieder ist. Oder ob sie hier geblieben ist. Frecherweise. Naja, wenn wir jetzt einmal hier drin sind. Oh, Terminal. Wir haben ein unbenutztes Terminal, glaube ich. Ist das unbenutzt? Nein, hier haben wir schon geguckt. Okay. Ah, was heißt denn hier so frustriert? Als ob wir nicht den Kühlschrank schon voll hätten mit alkoholischen Getränken jeder Art. Da ist für jeden was dabei. Ja, sie ist weg. Da wird sich Dr. Fine erst aber bestimmt freuen. Und wir dürfen aber trotzdem nichts mitnehmen. Unexpected search fail. Suspicious data not found. Wir haben nichts gemacht. Das war schon. Na du? Hey. Oder hockt ihr hier noch irgendwo und wir sehen sie nur nicht? Weil sie getarnt ist und so aussieht wie die Wand. Nein, ich glaube, sie ist wirklich abgehauen. Sie hat auf uns gehört. Also sie hat uns auch die Wahrheit gesagt. Haben wir dann geguckt, was das hier ist? Ja, das haben wir. Das haben wir geguckt. Dann gehen wir halt wieder. Die Folge ist schon wieder vorbei. Wer macht denn das immer so schnell? Dass die so schnell immer vorbei sind, die Folgen. Das heißt, ich darf mich noch zum Abschluss bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.